Auch wenn es derzeit knackig kalt ist und in der Stadt viel Weihnachtstrubel herrscht, es wird fleißig weitergearbeitet auf Münsters größter Baustelle, und zwar in der Innenstadt. Dort soll ja an der Stubengasse ein neues Einkaufszentrum mit Geschäften, Banken und einem Hotel entstehen. Die Eröffnung ist für den nächsten Herbst geplant. Und auch wenn das jetzt noch so weit hinklingt, die Zeit drängt. Es gibt keine Pause für die Bauarbeiter. Bis zum späten Abend schieben sie ihre Schicht. Und Jessica Merten hat sich auf der Baustelle umgesehen. Auf der Baustelle Stubengasse wird heute Abend noch mit Hochdruck gearbeitet. 90 Bauarbeiter sind hier zurzeit noch auf der Baustelle. Und im Hintergrund, Sie sehen es, werden gerade Decken und Wände mit Beton ausgegossen. Und wir sind jetzt hier ins dritte Obergeschoss, eigentlich genauer gesagt auf das Dach dieses Hotels gestiegen. Denn das ist ein Teil des Hotels, was Sie hier sehen. Das hier ist die spätere Hoteldecke, die wird auch noch mit Beton ausgegossen. Ansgar Merten, Sie sind hier Bauleiter. Sind Sie denn jetzt gut im Zeitplan? Was würden Sie sagen? Ja, aufgrund der guten Wetterlage und des recht milden Wetters, der in der letzten Zeit hier vorherrschte, sind wir sehr gut im Zeitplan und hoffen, dass wir auch dies Jahr noch die Decke betonieren werden. Was sind die nächsten Arbeiten, die anstehen? Ja, direkt im Januar wollen wir beginnen mit der Natursteinfassade und dem Fenstereinbau, sodass man auch von außen den Fortgang des Gebäudes sehen kann. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, das wird natürlich hier ein riesen Gebäudekomplex. Also eine Bank kommt hier rein, verschiedene Einzelhandelsgeschäfte. Das Hotel wird ja auf beiden Seiten entstehen und das Ganze soll im September eröffnet werden. Es ist im Moment auch noch sehr voll hier auf der Baustelle, kann man sagen. Also überall ist es laut, man hört die Kreissägen und ich darf hier gar nicht runterschauen, denn das ist hier doch schon einige Meter tief. Dennoch, der Gebäudekomplex geht schnell voran. Also mittlerweile kann man sagen, überragt dieser Komplex langsam aber sicher die umliegenden Kaufhäuser. Franz Josef Peveling, Sie sind Investor hier. Das Ganze kostet 60 Millionen Euro, ein Riesenprojekt. Glauben Sie, dass die Einzelhändler auf der Salzstraße sich so besonders über die neuen Geschäfte hier freuen? Ja, wir reden hier über den Wandel im Handel und demzufolge hat sich natürlich auch eine City wie Münster auf die neue Situation einzustellen. Und ich denke, dass die Salzstraße sicherlich durch weitere Investitionen wieder an Attraktivität gewinnen wird. Nichtsdestotrotz wird durch unsere Stubengasse und auch durch das Hansekarree nochmal eine neue Attraktivität und auch eine neue Mitte für Münster geschaffen werden, die insgesamt eine höhere Attraktivität für die ganze City bieten wird. Jetzt wird das Parkhaus hier gegenüber zurückgebaut, da entstehen Wohnungen. Wo sollen die Leute künftig parken? Ja, glücklicherweise ist zwar dieser Parkplatz, die ehemalige Stubengasse, jetzt durch das Gebäude bebaut worden, aber wir werden eine zweigeschossige Tiefgarage hier ansiedeln mit mehr als 230 Stellplätzen, sodass für auch den Parkverkehr und den ruhenden Verkehr hier gesorgt sein wird. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Ja, im September wird das Ganze hier eröffnet werden, sofern die Bauarbeiten weiter gut im Zeitplan liegen. Und damit gebe ich zurück ins Studio.